Kohlefeide sind Alter. Danke, mein Burger. Mikrowellenburger. Der Burger hat mich gestern auseinandergenommen. Almans Rennen. Ja. Schau mal, Digi, was ist das für ein Marketing, wenn du über deinen eigenen Laden sagst, ey, wir sind doch gut genug, wir sind billig, wieso willst du irgendwo anders mehr bezahlen? Sind advanced as fuck. Aber, meinst du, es gibt irgendeine plant-based option? Es gibt ein einziges Gericht für Veganer geeignet, Wasser. Hä? Lauf. Wie lange hast du vor, hier zu sitzen? 15 Minuten. Ich dachte, du machst jetzt ready, hier ein neues Haus zu bauen. Die Asiaten haben nicht so Vorspeise, Nachspeise, Hauptgericht. Nachspeise schon bisher. Aber wenn du was bestellst, du kriegst alles gleichzeitig. Boah, so gut. Ich liebe thailändisches Essen. Die Waffe. Gib mir alle. Ey, der Shop sieht krass aus. Also man muss schon sagen, das ist jetzt von den Läden, die wir gesehen haben, eines der schönsten Studios hier in Korea bislang. Was du jetzt auch hier wieder sehen musst, was wir in fast jedem Studio gesehen haben, die Kamera über dem Eingang, weil, wie gesagt, es ist illegal hier und die müssen immer schauen, wer in den Laden kommt, dass die Polizei das Ganze nicht bastet und so weiter. Was ganz verrückt ist, in fast jedem Restaurant, also sogar in diesem High-End-Restaurant hier, was total gehoben ist, bestellst du dein Essen auf dem iPad. Das heißt, du klickst immer wieder an, du kannst immer wieder schnell nachbestellen, die bringen das Essen super schnell. Ich glaube, wir haben das gerade vor 3 Minuten bestellt und es ist schon da, aber trotzdem vegan, super schwierig, Bruder. Das ist einfach crazy, du bestellst hier, zack, 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 klingelst drauf, 3 Minuten später ist es da. Gestern, es ging noch so ab, es war übel lustig. Ich bin bis 12 geschlafen heute, 13 Uhr geschlafen, aber wir sind auch immer noch im Jetlag. Hallo. Hallo, Stefan. Erstmal trinken wir 2 Tequila-Shots. Ah, Mann, ich habe schon bestellt. Nein, heute wird ein bisschen Rainy Day. Wir haben ja gerade hier Feiertage. Ja. Wir haben herausgefunden, Choseng, wie heißt der Feiertag? Der Feiertag Choseng hier ist so groß wie Weihnachten. Also Thanksgiving ist das hier. Und heute gehen wir ein bisschen shoppen, weil alle entweder nicht da sind oder die Leute, die da sind, sind noch am Arbeiten heute. Dann machen wir jetzt als allererstes eine U-Bahn-Fahrt. Dann haben wir einfach versucht, in die City zu kommen, aber wir konnten uns kein Bahnticket kaufen, weil das nur Cash ging. Es war auch übel kompliziert, dieses Bahnticket zu kaufen. Dann haben wir endlich geblickt, wie man eine Fahrkarte kauft. War die Fahrkarte für uns 4 einfach doppelt so teuer als das Taxi dahin. Also wir wieder zurück zum Hotel, wollten Taxi rufen, weil uns auf der Straße kein Taxi mitgenommen hat. Kam auch kein Taxi. Dann haben sich Stefan und Ben dafür entschieden zu laufen und ich habe mich wieder ins Bett gelegt, Bro. Die Deutschen filmen einfach eine Tankstelle. Haben Sie noch nie eine Tankstelle gesehen?
Die Tage machen wir zu schaffen. Wenn ich zu Hause ankomme, Bro, erstmal Detox, sein Vater. Das einzige Land auf dieser Welt, wo das Essen früher kommt als das Trinken. Ja. Wenn die alles eigentlich haben, Bro. Oh, so sweet! Aww. This is Bill. Was sie halt auch mögen, so diese Privatsphäre, dass du immer so Private Booths hast und so, das hatten wir jetzt ein paar Mal. Oder halt alles so ein bisschen geschlossener ist und egal wo du bist, du bestellst auf dem iPad, Mann. Was wollen Sie? Nein, jetzt zeigt er mein Bild. Ja. Ist das nicht der kleine Junge, der bei uns noch vom Laden bettelt? Was denn? Thank you, Gio. Gio, as always, thank you very much. See you. Thank you for your mommy, I'm sorry. Yeah, have a good time. Bye. Bye-bye. Take care. Bis morgen, Leute. Ciao, ciao. Wir sehen uns morgen früh. Und tschüss, Jungs und Mädels. Like and subscribe. Thank you. I hope to see you again. Bye, guys.